Einen schönen guten Tag. Heute zeige ich Ihnen, wie man ein Stecheisen, besser gesagt ein japanisches Stecheisen, ein sogenanntes Nomi, herrichtet. Das heißt, wenn die neu sind, ist die Zwinge nicht aufgezogen. Das heißt, sie steht über und die Japaner schlagen ihre Nomi mit dem Eisenhammer. Also muss die Zwinge tiefer gesetzt werden. Und das machen wir heute. Die Zwinge sitzt lose auf, die wird tiefer gesetzt und dann ein Holzpilz draufgebördelt, damit der Eisenhammer nur das Holz berührt und nicht diese Stahlzwinge zusammenschlägt. Um die Zwinge aufzutreiben, nehme ich ein zweites Nomi und fahre an der Kante und trage etwas Holz ab. Nicht schneiden, weil wenn was vom Holz abplatzt, hat das einen riesen Nachteil, weil dann sieht es gar nicht gut aus und wird beim Umbördeln dann sieht es sehr unfein aus. Wer möchte, kann jetzt den Lack vom Nomi komplett befreien, weil wenn die Zwinge aufgetrieben ist, ist es wieder schwieriger, das Heft zu saubern. Ich komprimiere jetzt etwas die Holzfaser. Meine Zwinge wird wieder aufgesetzt. Ein Stück Holz als Unterlage ist von riesen Vorteil. Ein sehr nützliches Werkzeug ist so ein Nagelzieheisen. Das Wichtige ist die innere rechtwinklige Kante, weil wenn ich jetzt das so aufsetze, treibe ich an zwei Punkten den Ring gleichzeitig nieder. Und das Holzheft schaut jetzt über die Zwinge hinaus. Wenn jetzt der Holzpilz hier oben umgebördelt ist, es ist wichtig, das Nomi nicht gegen die Schneide aus dem Holz zu treiben oder herauszunehmen, sondern in diese Richtung, um die Klinge nicht auszubrechen. Dann geht es ganz, ganz leicht aus dem Holz raus und die Schneide ist unbeschädigt. Was sehr gut ist, man sieht einen wunderbaren kleinen Holzpilz hier oben, der sich zwar abnutzt, aber mit dem Eisenhammer habe ich einen kürzeren, härteren, präziseren Schlag. Und deswegen wird es so gemacht.